Gotham sinkt, Batman stinkt, Robin. Oh, ja, oh, hallo, Leute. Aha, wir sind immer noch hier in Batman Arkham City. Und ja, wir sitzen hier auf unserer Laterne. Ich sitze auf meiner Laterne. Nein, Quatsch. Und ja, wir müssen immer noch Victor Freeze finden. Nein, nicht Victor Freeze, so ist er ja normal. Ja, Victor Freeze hieß so als Mensch. Nein, Mr. Freeze. Fürs Heilmittel, aber, ja, mir fällt gerade auf, wo ich die Karte hier so überfliege. Ich habe den politischen Gefangenen hier vergessen zu befreien. Aber ich bin doch Batman. Ich stehe doch ein fürs Gute im Menschen. Und muss die Menschen beschützen mit meinen Fäusten, denn alleine können sie es ja nicht. Ach, da steht mir Jetten. Nein, wir sind zwar reich und haben wahrscheinlich einen Jet, aber hier leider nicht. Da gehen wir doch einfach mal schnell vorbei. Wo ist der Batwing? Der Batwing, der ist unterwegs. Nein, der ist beim TÜV. Moment, eine Sicherheitskamera. Boing! So. Na, wo ist es? Na, komm. Boing! Hey, da war ich gleich an. Visiert. Geil. Und gleich nochmal die nächste. Drei Teile Überwachungskammer zerstört. Ah, ja, stimmt. Es gibt viele Sektoren, drei Kameras. Moment, das kann man doch irgendwo nachsehen. Nope. Wo war denn das? Ah ja, hier. Wo sind wir denn? Wir sind in Park Grove? Nein, das sind... Moment. Wo sind wir denn hier? Wir sind im Industriegebiet, oder? Ja, genau, hier. Wurde diese Ratte ausgerottet? Wurde diese Ratte ausgerottet? Oder bringt sie immer noch Pest über Gotham? Ja, ja. Vielen Dank, Joker, Riddler, dass du uns auch nochmal die, nochmal deine Rätsel nochmal vorliest. Naja, da hat der Voice Actor auch mal was zu tun. Obwohl, wir wollen ja nicht meckern. Ich finde die Stimme eigentlich ganz gut. Und du findest generell die deutsche Synchronisation von Arkham City oder eben Batman spielen auch ganz gut, oder Eike? Ja, die geht in Ordnung. Ja, ja, auch wenn kein Martin Sabel dabei ist. Easter Egg. Wer findet es raus? Schreibt es in die Kommentare. Postet es auf Instagram. Nein. Macht ein Foto davon auf Instagram. Neben euren Essen. Oder Bilder von einer Ente, die über eine Wiese läuft. Bei Sonnenaufgang. Und nennt es Kunst. Ja, ich habe einen Filter drüber gelegt. Das ist Kunst. Oh, riesige Raben. Okay, los. Befreien wir mal schnell diese Geisel. Diesen Gefangenen. Ich hab ihn gesehen, er kam aus dem Nichts, hat alle im Gerichtssaal erledigt. Ach, das hat sich verschoben. Die hat er gerettet. What? Boss erledigt. Ein bisschen länger uns. Wir verbreiten uns quasi. Unsere Legend spreadet sich quasi. Wer ist der Schauspieler von Magneto? Batman hat sich nur für Catwoman interessiert. Gandalf. Nein, wie hieß er nochmal? Ian McKellen. Wieso rettet er Catwoman? Und was ist das Besondere an ihm? Er ist schwul. Sie sieht besser aus als du. Nein. Okay. Natürlich. Was war? Ja, dass er ein guter Schauspieler ist und dass er. Das. Ein echtes Schwert trägt. Und das Bart ihn unter. Ihn unter Strom gesetzt hat. Mann, hier wird überall gelabert. Ist natürlich auch ein bisschen authentisch, wenn die Leute hier die ganze Zeit reden, aber nach einer Zeit nervt es auch schon. Trifft es? Ich weiß nicht recht. Nee, schade. Ach, befreien wir erstmal diese Geisel. Hey, lass ihn los. Obwohl, wenn ich ihn unter Strom setze, schlägt er ihn dann? Nein, das ist fies. Ach, ziehen wir ihn einfach mal von ihm weg. So, und zack. Ups. Und. Boing. Ein politischen Gefangener befreit. Wo ist er hin? Ach, da. Hey, bedank dich. Vielen Dank. Um ehrlich zu sein, ich liebe es doch. So richtig, wie macht man es doch? Naja. Für ein Let's Play ist es natürlich ein bisschen nervig, dass die immer reden. Aber naja, wie gesagt, es trägt zur... Wer ist das denn? Zur Atmosphäre bei und zur Authentizität, weil es ist ja realistisch, dass die Leute quatschen. Hey, wer ist das denn? Wer versteckt sich da in der dunklen Gasse? Lutsche, vom Spoiler. Okay, was haben wir denn da? Hey! Jack Ryder! Dafür sorgen, dass wir ihn abstechen. Was hast du uns zu erzählen?
was für ein kranker Ort. Mac Mann, Ryan? Ich habe vorhin sogar Bruce Jack Wayne drin gesehen. Der arme Teufel ist vermutlich längst tot. Ich heiße Ryder. Jack Ryder. Klingt wie ein Fernsehreporter. Ja. Klingt wie so ein Actionheld. Nein. Was machen Sie hier? Nein. Sagen Sie es mir. Ich habe eine Reportage über Strange gemacht. Ich meine, sehen Sie sich um. Ah. Sieht das nach einer guten Idee aus? Nein. Was haben Sie rausgefunden? Offiziell heißt es, dass er außer Landes war, um eine bahnbrechende neue Psychotherapie-Methode zu studieren. Bei meinen Nachforschungen stieß ich auf eine neue Psychotherapie-Methode, dass Strange für seinen Zusammenbruch verantwortlich sei. Konnte sich, nachdem er vom Professor geheilt wurde, nicht mal mehr an seinen Namen erinnern. Das ist effizient. Aber bei meiner Einlieferung habe ich gesehen, wie sie einen abgeholt haben. Strange sucht seine Opfer höchstpersönlich aus. Arkham City ist ein gefährlicher Ort. Ich schlage vor, Sie verstecken sich. Macht Sinn. Ein sehr guter Einwand. Ich versteck mich und sehe mir an, was hier passiert. Ja, genau. Du siehst, du versteckst dich hier in der Ecke und betatscht die Wand. Ich kenne die. Diese Schlampe Vale kriegt meine Show nicht. Der werde ich zeigen, wer der beste Reporter in Gotham ist. Du hast meine quasi Loffer West Schlampe genannt. Na, okay. Schade, Nebencharakter kann man nicht verschlagen. Danach berichte ich es der Welt. Ach ja, diese Sensationsreporter. Geht auch noch RTL Explosiv. Was haben wir da? Gotham Hardware? Nein, das sieht nicht... what? Das ist aber hart. Genauso hart, wie meine Fäuste auf deren Schädel treffen. Da drüben scheint irgendjemand zu kämpfen. Naja. Man soll einen, wie sagt man so schön, man soll eine Prügelei nicht aus dem Weg gehen. Vor allem, wenn man dafür noch deutlich Erfahrungspunkte bekommt. Und ja, gut. Meine Frage, warum hat der Harley Quinn beleidigt? Nein, er hatte eine andere Schlampe beleidigt. Vicki Vale, kennt man vielleicht. Ja. Die mag doch niemand. Vicki Vale, aka Kim Basinger. Basinger. Ja, kennt man vielleicht aus den Filmen. Verdammt! Ich werde hier überall aufgehalten. Victor Freeze. Mr. Freeze. Telefon. Telefon, Victor Freeze. Telefon, Victor Freeze. Telefon, Mr. Freeze. Telefon, Mr. Freeze. Telefon, Mr. Freeze. Oh, Schlägerei. Mann, ihr Fresse. Leute, könnt ihr nicht mal Pause machen? Dann musst du ihm KitKat geben. Nein, nein. Hä? KitKat? Pause? Ach ja, ich brauche mal eine Pause. Klick, klick. Ach so. Ich habe ja keine Facecam. Könnt ihr nicht sehen. Ach, der ruft schon wieder an. Der ruft schon wieder an. Hat dieses geschäftige Blume tatsächlich einen neuen Ableger? Giftige Absichten. 1 von 2. Ah, das lese ich noch schnell vor. Pamela Isley war bereit für einen Neuanfang. Pamela Isley ist... Na, wer? Ihr liest es eh. Neuanfang. Sie ließ ihr alter Ego Poison Ivy hinter sich und eröffnete in einer Seitenstraße von Gotham einen kleinen Blumenladen. Ach, wie putzig. Umgeben von Pflanzen fand sie eine Zeit lang zur Ruhe, doch die Gesellschaft behandelte ihre Babys schlecht und irgendwann drehte sie durch. Ein Mann kam in ihr Geschäft, um Blumen für seine Frau zu kaufen. Ganz offensichtlich plagten ihn Schuldgefühle, weil er untreu gewesen war. Pamela lächelte und gab ihm ein kunstvoll arrangiertes Bouquet. Die Pflanzen erwachten zum Leben. Während er schrie, wucherten sie in sein Gesicht und durchstachen seine Haut und ihre giftigen Dornen. Pamela lachte und Poison Ivy war zurückgekehrt. Ach ja, diese Gesellschaft. Was ein Scheiß. Naja. Das ist ja genauso wie die Serienkiller bei Criminal Minds. Naja, die haben halt ein... So ist das halt. Er war traurig, also wurde er zum Serie. Das war der Auslöser. Ja. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Die Gesellschaft, sie war so böse. Deswegen wollte er zum Serienkiller. Das erklärt alles. Übrigens, niemanden, den es interessiert, ich spiele aus Verzweiflung Minecraft, wenn mein Computer kaputt ist. Ja, ich weiß. Und du wegen Feiertag noch einen Tag länger warten musst. Was steht da? Moment. Das war irre. Steht da Theater? Theater? Na. Was macht Batman hier? Nackt? Was? Was? Hier drüben kämpft. Ach, ich. Verdammt. Ich mach das einfach ganz schnell hier. Zack und zack und zack und zack und zack und zack und zack. Ah,
Ich freue mich schon auf später ins Spiel, wenn man dann quasi nur noch kritische Treffer verteilt und die Gegner mit einem Schlag umhaut. Hoffe ich zumindest. Was bin ich? Du bist. Oh, danke, dass du deinen Schlag für mich extra unterbrochen hast. Hallo. Was bin ich denn? Boing! Vollende den Satz. Ich bin. Batman! Das hat lange gebraucht. Okay. Monarchtheater. Oh Gott. Ich glaube, das hat noch eine Hintergrundstory. Nein, nein, nein. Hauptstory ist jetzt. Steht jetzt an. Ja, aber so ein bisschen in die Story. Was ist das denn? Kein Objekt. Nein, das ist noch. Nein, nein, nein. Ich glaube, so ein bisschen in die Hauptstory können wir ruhig noch weitergehen. Es bleibt noch genug Zeit. Außer Stefanie. Das schneide ich raus. So. Lululululu. Ich bin nur ehrlich. Ja, ja. Aber Ehrlichkeit kann verletzen. So. Das ist mir egal. Ja, das. Die redet ja sowieso nie. So, okay. Und durch hier. Okay, wir haben die kälteste Stelle im Ort. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Okay, auf den Wasserspeicher können wir uns ja nicht drehen. Minus. Minus. Ja, wie weniger. Ah, wir müssen einfach. Minus 2,951 Grad Celsius. Naja, wir müssen uns einfach nur dahin halten, wo uns das Häkchen sagt, ist okay. Okay. Nein, ich prügel mich jetzt nicht nochmal. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich bin Batman. Ich bin jetzt Pazifist. Das eine schießt das andere aus. Oh, ich glaube, Poison Ivy ist nicht weit weg. Hallo. Eine Menge wuchernde Pflanzen über ein Gebäude. Was könnte das sein? Du kannst es nicht rausschneiden. Also, dass der Spielsound weg ist. Keine Sorge, keine Sorge. Okay, genau, hier rüber. Schnell, 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 schnell. Oh, komm schon, komm schon. GCPD, genau. Der GCPD-Gebäude. Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Er will da rein. Verdammt. Sie haben mich bemerkt. Ich habe diese Seite gesichert. Nein, Batman, nicht auf den. Nicht auf den Zaun. Auf die Wasserspeier wollte ich. Okay. Siehst du ihn? Sie sind alle bewaffnet. Das heißt, wir müssen ein bisschen taktisch vorgehen. Ah. Schöne Aussicht. Okay. Wir machen es simpel und dann umrunden die Feinde. Oh, was haben wir denn da? Noch eine Riddler-Trophäe. Ja, mal ein Stealth von unten. Tap, 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 tap. Entmecke. Ja, keine Sorge, du kommst mir nicht. Zeit zu sterben. Oh, verdammt! Verdammt! Ach, zum Glück habe ich vorher in der letzten Folge. Du glaubst, du kannst dich verstecken. Zum Glück. Granaten. Ach Gott, sie entwickeln sich quasi wirklich immer weiter. Granate! Du wirst mir nicht entkommen! Granate! Ich hab ihn! Ich bin tot! Drüben. Mist, und das beim Stealth. Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist. Hab mich wohl geirrt. Willst du es ein bisschen ärgern? Ich frage mich, ob die Ladesequenzen bei der PC-Version kürzer sind als bei der Konsolenfassung. Natürlich, das ist ein PC. Ja. Was haben wir denn da? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich bin ein politischer Gefangener. Was hast du uns zu erzählen? Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum. Was machen Sie hier oben? Bitte, ich habe nur nach Essen gesucht. Auf den Dach. Hier oben. War nicht leicht. Ich habe die Jungs da unten beobachtet. Die sind alle verrückt. Pinguins Männer wollten den von Joker auflauern. Als die auftauchten, haben sie ordentlich Dresche bezogen. Jokers Leute suchen nach Mr. Freeze. Er ist so ziemlich der Einzige, den ich nicht gesehen habe. Pinguins Männer sind im Gebäude und Jokers Jungs versuchen schon, wer weiß wie lange, irgendwie hineinzukommen. Warten Sie hier und verstecken Sie sich. Ich versuche, in das Gebäude zu kommen. Interessant. Ein bisschen Hintergrundinformationen. Joker will auch was von Mr. Freeze. Es ist ein gefragter Mann. Alle sind bewaffnet, was uns das Orange natürlich noch zu besagen. Oh, haben wir schon kaputt. So.
Okay. Drei unten, zwei oben. Alle bewaffnet. Hm. Wie schaffen wir das? Stealthy ist, glaube ich, der... Stealthy ist der glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden von Let's Play Batman Arkham City. Vorsicht. Nicht auf uns ballern, während ich meine Abmoderation mache. Das ist uncool. Also, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.